Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Präsentation des CDTMs über The Future of Communication Technology. Mein Name ist Victoria und das ist Leon und wir werden Ihnen heute die Ergebnisse unseres Trend Reports vorstellen, den wir in den letzten Wochen im Rahmen des CDTM-Programms geschrieben haben. Kurz eine Einführung über das CDTM. Das CDTM ist ein Elite-Studiengang, der gemeinsam von der TUM und der LMU organisiert wird. Mit der Vision, to connect, educate and empower the innovators of tomorrow. Leon und ich haben diesen Studiengang im Februar angefangen und durchlaufen gerade das Programm. Was genau bedeutet das? Jedes Semester werden 25 Studierende der TUM und LMU ausgewählt aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel Architektur, BWL, Management oder Gesundheitswissenschaften. Das studiere ich. Wir durchlaufen dann innerhalb von 2 Jahren gemeinsam einige Module und haben gerade das Trend-Seminar, den ersten Core-Kurs, abgeschlossen, im Rahmen dessen wir einen Trend-Report schreiben. Unser Thema war The Future of Communication Technology, weshalb wir hier heute stehen dürfen. Die nächsten 1,5 Jahre erwarten Leon und mich dann noch 2 weitere Core-Kurse, zum einen einen Produkt-Development-Kurs und einen Business-Strategy-Kurs. Und danach wird es für uns noch ins Ausland gehen. Darüber hinaus gibt es einige Wahlmodule. Ich zum Beispiel darf dieses Semester noch Kampfroboter bauen, die dann in einigen Monaten gegeneinander antreten werden. Ziel des CDTMs ist es, dass wir Studierenden verstehen, wie Industrien, Startups, aber auch Public Institutions funktionieren, um dort genau Responsibilities übernehmen zu können. Doch was genau haben wir eigentlich in den letzten 6 Wochen gemacht? Vielen Dank, Vicky. Genau. Was ist in den letzten 6 Wochen passiert? Wir waren erstmal super happy, dass wir eine Zusage bekommen haben für das Programm. Und dann ging es auch schon los mit der Trendphase. In dem ersten Modul des Trendseminars arbeiten wir eben an einem bestimmten Trend. Das ist The Future of Communication Technologies, eben mit Kooperation mit Professor Kellerer. Und in den ersten 2 Wochen gab es dann eben Research. Welche Trends gibt es dann eben im Kommunikationsbereich? Von 6G bis Molecular Communication haben wir eben eine Bandbreite erkundet. Und in der zweiten Phase verschiedene Szenarien durchgespiegelt. Also, wie kann die Welt eigentlich aussehen, wenn diese Trends eintreten? Und was sind die Hürden und was sind die Risikofaktoren? Und dann kam jetzt eben zu der Ideation Phase. Also, wir haben die Trends und die unterschiedlichen Szenarien. Wie kann die Welt nun reell so aussehen mit den verschiedenen Trends und Szenarien? Und wie könnten dadurch bestimmte Geschäftsmodelle auch funktionieren und kreiert werden? Diese Frage haben wir uns gestellt und haben heute auch mal exemplarisch 2 Geschäftsmodelle für Sie mitgebracht, eben als Produkt von dieser 7-wöchigen Phase, was wir Ihnen gerne präsentieren. Und genau, hier nochmal ein paar Zahlen. Eben, wir haben 25 Trends, aber dann über 70 Treiber gefunden, die eben diese Trends nach vorne treiben und relevanter machen in der Zukunft. Und haben dann eben 11 wichtige Treiber herausgearbeitet, die ich Ihnen jetzt hier einmal zeige. Generell haben wir die Treiber sortiert nach einem hohen Impact, aber auch nach einer hohen Unsicherheit im Sinne von, passiert es wirklich? Wenn es passiert, hat es dann aber auch einen riesen Impact. Ja, die sehen auf der rechten Seite dann eben einige von denen. Ein Beispiel, was wir jetzt alle durch ChatGPT sowieso sehen, Artificial General Intelligence, ein Beispiel. Und viele weitere. Und in dieser Phase haben wir dann diskutiert, wo sehen wir den größten Impact, den größten Hebel, und haben uns dann auf Cybersecurity und Privacy und Biomedical Technologies fokussiert. Ja, das waren für uns die wichtigsten Treiber. Genau. Jetzt einfach mal zu einem exemplarischen Geschäftsmodell. Ja, das ist Medical Reach, in dem Fall, das ist Bertha. Ja, Bertha ist eine Seniorin in Deutschland, 74 Jahre alt und hat eine chronische Krankheit. Das Problem ist aber, Berthas Arzt ist zu weit weg. Gerade in ländlichen Regionen sehen wir das Problem. Und über 8% der Senioren, über 70, müssen mehr als 20 Kilometer zu ihrem Arzt gehen oder fahren, was ein großes Problem für die ältere Gesellschaft ist. Und hier kommt Medical Reach ins Spiel. Medical Care, where it needs most. Und ich möchte gerne nochmal über das Problem reden und Ihnen ein paar Zahlen liefern. Aus dem ländlichen Raum dauert es 3-mal länger, einen Arzt zu besuchen. Die Gesellschaft in den letzten 20 Jahren im ländlichen Raum ist doppelt so schnell gealtert wie in den städtischen Regionen. Und 2 Millionen in Bayern haben eben eine Knappheit an Doktoren schon mal erlebt. Ja, das waren für uns ein Zeichen, dass wir sagen, okay, hier kann Kommunikationstechnologie eine große, große Rolle spielen, um das große Problem auch zu lösen. Und
einfach mal Einblick in aktuelle Lösungen. Wir haben auf der einen Seite Ease of Use und Scope of Medical Offerings. Wir haben zum Beispiel den Allgemeinarzt, den Spezialisten auf der einen Seite oder das Krankenhaus. Aber wenn Sie sich jetzt nochmal zurückerinnern an die Einleitung, oft weit entfernt mit vielen Wartezeiten und eben ein riesen Commitment dahin zu fahren oder eben in dem Seniorenfall auch mit großen Hürden verbunden. Ja? Auf der anderen Seite haben wir dann eben Telekliniken, also sowas wie Online-Apps, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Ja? Aber das löst aber nicht das Problem, dass wenn eine Krankheit entsteht, sie eben vor Ort direkt behandelt wird. Ja? Und hier kommt dann Medical Reach ins Spiel, wo wir eben die Barrierefreiheit von online ausnutzen möchten, mit dem Vorteil von der Lösung oder der Vermeidung von Krankheiten in einem. Und genau, wir wollen die Barrierefreiheit fördern und online und offline zusammenbringen. Und ich zeige Ihnen mal gerne, wie das aussieht. Ja, wir bieten eine App an, dass man einerseits direkt eine Diagnose stellen kann, also den Vorteil von Teleklinik nutzen kann, gleichzeitig aber kleine Transporter dezentralisiert in ländlichen Regionen verteilen mit medizinischen Mitarbeitenden. Dass wir sagen, wir haben online als ersten Schritt und bei Wichtigkeit haben wir direkt Zugang zu medizinischen Einrichtungen, die nicht weit entfernt sind, sondern direkt vor Ort in ländlichen Bereichen. Ja. Und das ist so ein Transporter, der könnte so aussehen und ich führe Sie gerne mal durch. Also wir haben hier den Patienten auf der einen Seite, medizinische Mitarbeitenden auf der anderen, aber auch den Doktor, der in einem Schritt entweder direkt vor Ort sein kann, in dem anderen Schritt Durchtreiber der Kommunikationstechnologie vor Ort mit unterstützen kann, dezentralisiert. Und dann eben auch Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality in der Zukunft direkt ermöglichen, dass der Doktor das Geschehen vor Ort steuern kann. Und genau, mit aktuellen Treibern von 5G und 6G das in Echtzeit mit unterstützen kann. Diese Transporter können verschiedene Kits haben. Einmal ein Kit für Allgemeinärzte, eben wo es gebraucht wird, gleichzeitig auch für Ältere oder eben für in komplexere Situationen, wie zum Beispiel Operationen. Alles im Allen können wir mit so einem Transporter dezentralisiert mit Kommunikationstechnologien, die Echtzeit ermöglichen, Menschen helfen, die darauf angewiesen sind. Und hier gibt es natürlich ein großes Marktpotenzial rein von dem Gesundheitsmarkt. Also Deutschland 65.000 medizinische Einrichtungen. Mit den Transportern haben wir kalkuliert, dass wir 70% der Offerings auch machen können. Was dann eben dazu führt, dass wir sagen, 20% in ländlichen Regionen sehen wir als guten Einsatz und 10% könnte man davon in den nächsten 3 Jahren tackeln. Ja, da kommen wir auf eine Marktgröße von 540 Millionen. Und rein von der Marktstrategie, wenn wir wieder uns zurückblicken an die Senioren Bertha, wo wird es dann eben am meisten gebraucht? Und hier sehen eben Sie die Dichte von Ärzten. Ja? Und gerade die weißen Flecken sind Orte, wo sowas am meisten gebraucht werden kann. Deswegen denken wir, gerade in Bayern, in den Regionen, in den ländlichen Bereichen, sehen wir das Potenzial hier am höchsten, wenn Medical Reach dann eben eingesetzt werden kann. Ja? Und genau, das ist das Geschäftsmodell. Wir würden eben mit Bayern starten, genau mit den 2 Millionen, die ich am Anfang genannt habe, dass 2 Millionen schon mal erlebt haben, dass es eine Knappheit gibt. Und damit sehen wir eine Markt-Opportunity von 56 Millionen Euro und dann eben pro Truck 560.000, wo es a, Leuten einfacher fällt, medizinische Versorgung zu bekommen und b, jeder medizinische Praxis auch dezentralisiert arbeiten zu können. Und ja, wie könnte so ein Jahresplan aussehen, wenn wir heute damit starten würden? Wir möchten gerne eine Pilotphase machen in Eichstätt. Eichstätt ist bei uns in besonderer Verbundenheit, denn da hatten wir unsere erste Kennenlernwoche eigentlich, super Erfahrung da gemacht, wunderschöner Ort und dann eben die Booking- und Telekommunikationsplattform launchen im nächsten Jahr. Dann eben die ersten Trucks einsetzen in Deutschland und in den ländlichen Regionen, die ich gerade genannt habe und die Services verbessern. Nicht nur, dass der Doktor im Truck ist, nicht nur, dass der Doktor vielleicht von außen kommuniziert, aber eben im Zuge von Zukunftstechnologien wie Augmented Reality und Virtual Reality direkt vor Ort helfen kann, in Echtzeit. Und genau, ab da geht es dann weiter in andere Länder, in unserem Fall Frankreich, und im Zuge von anderen Technologien wie zum Beispiel Autonomous Driving vielleicht auch eine Zukunft mit dezentralisierenden Trucks, die Medizin für jedermann, jeder Frau in ländlichen Regionen ermöglichen. Das war Medical Reach. Vielen, vielen Dank.
Jetzt gebe ich weiter an Vicky, wo sie ihre Opportunity vorstellt. Ganz genau. Ich darf Ihnen das zweite Geschäftsmodell vorstellen, das wir uns im Rahmen des Trendseminars überlegt haben. Sensuity. Und damit möchte ich Sie erstmal zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Stellen Sie sich vor, wir sind im Stadion. Bayern spielt gegen Dortmund. Bayern gewinnt das Finale. Die Stimmung tobt, die beiden Fangruppen werden immer aufgeregter und es entsteht eine Kampfsituation. Lukas ist mittendrin. Das Einzige, was er möchte, ist, das Stadion in Ruhe zu verlassen. Doch das geht nicht mehr, weil die Massen sämtliche Ausgänge versperren. Die Sicherheitskräfte haben davon noch gar nichts mitbekommen. Am anderen Ende des Stadions finden wir Laura. Laura hat sich das ganze Spiel über sehr unwohl gefühlt und erlebt einen Herzinfarkt. Doch dadurch, dass die Menge den Fokus so sehr auf den Kampf richtet, bekommt niemand mit, dass Laura bewusstlos wird. Das ist leider heutzutage noch die Realität, mit der wir uns beschäftigen. Denn bei 75.000 durchschnittlichen Stadionsbesuchern gibt es im Schnitt 100 Kameras, die von 2 bis 4 Personalkräften überwacht werden. Und genau deswegen dauert es im Schnitt 30 Minuten, bis Sicherheitskräfte oder ein Krankenwagen zu Laura geschickt werden könnte oder bis der Kampf aufgelöst werden könnte. Doch stellen wir uns einmal vor, dass das viel, viel schneller geht. Dass Laura noch während sie umfällt, detektet werden kann und dass die Kampfsituation sofort aufgelöst werden kann. Und genau das möchten wir mit Sensuity lösen. Wir möchten Smart Sensing Networking Systeme zur Überwachung von solchen Stadionsituationen und weiteren Situationen implementieren. Doch wie genau funktioniert das? Sensuity arbeitet mit 6G-Netzwerkausbau und einem Rundfunksystem, um genau diese Umgebung zu rekonstruieren. Wir sind durch AI gebackupt und möchten damit Real-Time-Notifications über ganz genau solche Situationen geben, mit Handlungsempfehlungen an die physisch nächststehende Person, sodass beispielsweise im Fall von Laura die physisch nächststehende Sicherheitskraft direkt zu ihr eilen und sie retten könnte. Schauen wir uns einmal das größere Framework hierzu an. Wir möchten Kamerasysteme nicht ersetzen mit Sensuity, sondern als Add-on implementieren. Dadurch, dass wir mit Sensuity keine visuellen Daten haben, haben wir eine große Anonymisierung und nutzen eben durch dieses Netzwerk keine toten Winkel und können genau damit in solchen Szenarien die perfekte Sicherheitslösung bieten. Wir haben uns einmal eine Marktanalyse angeschaut und kommen insgesamt auf einen Serviceable Obtainable Market von 175 Millionen. An wen werden wir Sensuity verkaufen? Auf der einen Seite möchten wir unsere Solution kurzzeitig für Eventorganisationen nutzen, um beispielsweise Festivals perfekt analysieren zu können. Auf der anderen Seite möchten wir aber auch an Flughäfen und Bahngleisen und Bahnstationen beispielsweise unsere Technologie implementieren und auch in ganzen Städten, damit unsere Technologie flächendeckend genutzt werden kann. Mit Sensuity haben wir unterschiedliche Geschäftsmodelle. Auf der einen Seite möchten wir unser Produkt als SaaS-Produkt, als Software as a Service verkaufen. Wir haben des Weiteren aber auch Lizenzmodelle für unsere Kunden. Was genau heißt das konkret? Ich meine, im Moment gibt es noch kein 6G. Deswegen werden wir uns derzeit noch auf die Software Development fokussieren und in sogenannten Bedboxes das Ganze einmal testen. Im nächsten Jahr werden wir unsere Technologie weiterentwickeln und erste Pilotprojekte starten. Unsere Mission für 2025 ist es, mit unterschiedlichen Regierungseinheiten Pilotprojekte zu testen. Und im Jahre 2028 planen wir damit, unsere Technologie flächendeckend aufzubauen. Denn das ist es. Unser Versprechen ist es, dass keine Anomalien mehr undetected bleiben und dass die Sicherheit in Stadien und genau solchen Situationen mit Laura und Lukas optimiert werden kann. Dafür stehen wir mit Sensuity. Und das war unser zweites Geschäftsmodell und damit möchte ich Ihnen erst einmal ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Kellerer auch nochmal ganz herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne auf Leon und mich zukommen und damit gebe ich weiter an die Podiumsdiskussion. Vielen Dank. Danke Ihnen.